Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos und heute ist der Zoo von Enno dran. Und Enno schreibt auch eine schöne E-Mail für uns. Hallo lieber Dandy, ich hoffe dein E-Mail-Postfach platzt jetzt nicht schon aus allen Nähten. Ich hatte dir vor dem Reset schon mal ein Zoo gesendet, beim Bau dieses Zoo habe ich viel gelernt, deshalb schicke ich ihn dir nicht nochmal ein, sondern meinen neuen und besseren Zoo. Umso mehr man baut und probiert, desto besser wird man. Deine Zoobesichtigungen haben mir auch viel geholfen und mich inspiriert. Danke für die tollen Videos, weiter so. Mein Zoo liegt in der Park Lane. Er ist noch relativ klein, aber ich habe Wert darauf gelegt, jedes Gebäude, das ich angefangen habe, auch soweit fertig zu bauen. Jedes Tier hat ein kleines Gebäude bekommen, der Zoo ist komplett selbst gebaut, zu einigen kleinen Dingen und Details bin ich noch nicht gekommen und ich werde den Zoo auch noch erweitern. Ich denke, der Zoo ist aber bereits zu ca. 80% fertig. Du darfst meinen Zoo auch zum Download zur Verfügung stellen, wenn du die vier versteckten Herzen findest. Viel Spaß im Park Lane Zoo, Enno. Ja, vielen Dank, Enno, für deinen Zoo. Den werden wir gleich gemeinsam besichtigen und ich hoffe, wir werden alle vier versteckten Herzen finden, damit wir deinen Zoo auch für alle Leute hier zur Verfügung stellen können. Und schon sind wir da im Park Lane Zoo, beziehungsweise wir sind noch nicht im Zoo. Weil du hast hier diesen Standardeingangsbereich entfernt. Und so wie es aussieht, gehen wir gleich erstmal hier über eine schöne Brücke. Ich werde auf jeden Fall die Augen offen halten für diese vier versteckten Herzchen. Ich hoffe, ich werde die finden. Das ist schon mal eine selbstgebaute Brücke. Das sind, glaube ich, normale Wege. Dann hast du hier so mit Backstein gebaut und diesen Metallgeländern. Finde ich sehr cool. Hast du toll gemacht. Was mir da mal gerade auffällt, wir gucken uns gleich auch die Landschaft und sowas an. Das ist eine Sache, die mich tatsächlich am Planet Zoo so ein bisschen stört. Wenn man so eine Brücke bauen will für Leute, die vernünftig begehbar ist, kann man die leider nur so eckig bauen, so wie du es hier gemacht hast. Deine Brücke sieht auch sehr, sehr schön aus, das will ich jetzt gar nicht anzweifeln. Aber das ist jetzt eine Sache, die mich an Planet Zoo allgemein stört, dass man solche Wege halt nicht abrunden kann. Finde ich ein bisschen schade. Also man könnte zwar so eine abgerundete Brücke bauen, aber dann müsste man halt, damit die begehbar ist, trotzdem solche geraden Wegstücke darunter platzieren und dadurch, ja, würde das Ganze dann halt nicht vernünftig funktionieren. Dann würden die Füße von den Leuten verschwinden und sowas. Oder halt, man würde das von unten sehen. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Also es wäre cool, wenn man solche Wege für die Leute halt ein bisschen abrunden kann. Und jetzt fangen wir einfach mal direkt an. Ich höre hier schon mal schönes Wassergeplätscher und ich sehe eine wundervolle Natur. Schöne Felsgestaltung. Schöne Deko-Elemente. Hier auch nochmal so eine kleine süße Brücke. Das ist zum Beispiel so eine abgerundete Brücke. Die ist aber logischerweise nicht begehbar für Besucher. Die kannst du auch nicht begehbar vernünftig machen, weil die halt so abgerundet ist. Ja, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Sieht aber wirklich schön hier alles aus. Richtig schön bewaldet, schön bepflanzt. Auch eine schöne Kombination aus grünen Bäumen und so ein paar orangene, bisschen gelbliche Bäume. Das sieht schon sehr schön aus. Und im Hintergrund diese ganzen tollen Gebäude. Ich schaue gerade schon, ob hier das erste Herz vielleicht ist. Gott. Ich glaube, ich darf nachher noch lange hier suchen. Aber ich habe da auch Lust zu. Ich mag sowas gerne. So. Du hast, glaube ich, auch alle Gebäude selber gebaut. Sehen sehr schön aus. Haben eine sehr schöne Wanddekoration. Ist zwar ein relativ eckiges Gebäude so. Ist eigentlich so ein eckiger Kasten. Aber dadurch, dass man die Fassade hier so schön gestaltet mit Deko-Elementen, vielen Fenstern und sowas und auch hier am Rand und sowas hast du das Ganze gestaltet. Dadurch wirkt das Gebäude halt trotzdem ziemlich schön. Das hast du echt gut umgesetzt hier. Ich mag auch hier die Farbkombination mit diesem Weiß und diesem Backstein. Auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel wieder ein ganz anderes Haus vom Baustil. Hast du aber auch sehr schön dekoriert. Sieht cool aus. Hier ist dann dieser grünliche Zaun. Den finde ich auch immer interessant. Erinnert mich irgendwie immer so ein bisschen an England. Ich weiß nicht warum. Also dieser grüne Zaun, das erinnert mich immer an England. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Hier ist ein Panda. Auch schöne Bäume im Hintergrund. Hier auch. Das werden wir auch gleich alles uns noch vernünftig angucken hier, würde ich sagen. Aber jetzt nicht in Besucherperspektive. Weil das sind jetzt hier alles Sachen, die man als Besucher eigentlich gar nicht wirklich zu Gesicht bekommt. Hast du halt so als Deko eingebaut. Schauen wir jetzt alles nachher dann von oben an, würde ich sagen. Ah, da hinten geht es erst in dein Zoo. Das ist eine coole Idee, dass man erstmal über so eine Brücke geht, ein paar Häuser und sowas sieht. Oha, okay. Du hast hier richtige Straßen und sowas gebaut. Cool. Hier ist sogar so ein Straßenschild. Okay, das ist ja cool. Mal in die Gebäude rein. Nee, okay. Hier hast du deine
Mitarbeitersachen versteckt. Wasserreinigung und Strom und sowas. Oder Wasseraufbereitung. Wow, das ist auch ein interessantes Haus. Echt coole Form. Also, du hast dir wirklich dir Mühe gegeben bei der Gebäudegestaltung. Nicht schlecht. Auch alles schön dekoriert. Und hier geht dann die Straße in so einen Tunnel. Okay, sowas habe ich halt auch noch nicht gesehen. Das finde ich aber cool, die Idee. Gut, dass der Tunnel hier dann nicht ausgeschmückt ist, finde ich überhaupt nicht schlimm. Mega cool, dass du hier so eine Straße gebaut hast. Hier kann man dann auch sogar nochmal hoch. Okay, das ist echt cool. Gehen wir mal auf die andere Seite. Hier hast du auch überall Straßenlaternen und sowas. Das sieht schon alles ziemlich gut aus. Auch noch weitere Gebäude. Auch jedes Gebäude hat so seinen eigenen Stil, ne? Das ist echt toll. Jedes Gebäude sieht anders hier aus. Boah, hier ist sogar so eine Baustellenfassade. Ey, das ist ja krass. Hier ist halt so ein Baugerüst noch mit Plan und so abgedeckt. Und auch so ein Ding, wo man... wie nennt man denn sowas? So ein Teil, wo man was runterschmeißen kann. Ey, das ist awesome. Wahrscheinlich wird da oben auf dem Dach oder sowas oder hier an der Fassade noch so ein bisschen Bauarbeiten durchgeführt. Und wenn man dann da oben was hat, was nach unten muss, also so irgendwie Schutt oder so, kann man das hier durchschmeißen. Mega cool. Hier ist jetzt auch nochmal so ein Tunnel. Das finde ich auch cool, diese Idee mit diesen Tunneln, dass die Straßen sozusagen in den Tunneln enden. Hier ist auch alles schön gestaltet. Wow. Also ich bin beeindruckt. Das ist mal ein ganz anderer Zoeingang und Anfang, als ich ihn kenne. Oh, hier geht es dann auch rein. Also man würde sozusagen mit dem Auto kommen und hier würde man dann auf den Parkplatz fahren, so wie es aussieht. Auch Zebrastreifen und alles eingebaut vernünftig. Du hast dir wirklich Mühe gegeben hier mit der ganzen Gestaltung. Auch hier die ganzen Felsen noch gestaltet vernünftig. Das sieht echt gut aus. Hier stehen dann auch die ein oder anderen Autos. Ein paar Jeeps. Ein paar solche... Wie nennen sich denn diese Autos? Das erinnert mich immer an Indien. Solche kleinen Taxis. Keine Ahnung, wie die heißen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Hast du aber echt toll gemacht. Also wirklich. Und ich finde es auch cool, dass du hier trotzdem die Landschaft im Hintergrund noch so gut wie es geht gestaltet hast. Ist schon das nächste Gebäude. Mit Garagen. Okay. Aber bis jetzt habe ich noch kein Herz gefunden. Ich weiß auch gar nicht, wie die aussehen, wie groß die sind. Ich gehe davon aus, dass es rote Herzen sind. Aber welche Formen die jetzt genau haben und wie groß die sind, das weiß ich nicht. Ich hoffe nur, dass wir sie finden werden, die vier Herzen. So, da gehen wir gleich rein. Park Lane. So, ah, das ist das erste Herz. Ach, wie süß. Okay, jetzt weiß ich, wie sie aussehen. Eins von vier haben wir gefunden. Wirklich toller Eingang in den Zoo. Sieht mega cool aus. Hier mit diesem Abgerundeten da oben. Habe ich so noch nie gesehen. Gefällt mir aber richtig gut. So toll gemacht, auch hier mit der Bepflanzung. Bisschen Musik im Hintergrund. Was ist das hier überhaupt für ein Gebäude? Bevor wir da jetzt reingehen, habe ich mir noch nicht angeguckt. Oh, auch wieder ein ganz anderer Baustil hier. So, dass sich hier wirklich ausgetobt. Okay. So, jetzt gehen wir aber rein, Leute. Aber eine sehr schöne Gestaltung um dein Zoo herum oder außerhalb deines Zoos. Jetzt geht's los mit deinem Zoo. Man hat sozusagen drei Dinger, wo man reingehen kann. Wir gehen natürlich durch die goldene Mitte. Das sind dann auch diese Eingangsdinger. Und jetzt geht's hinein in den Park Lane Zoo. Ah, schön mit der Musik. Und ich höre Wasser plätschern. Das sind nämlich auch Springbrunnen. Cool. Hier geht's dann auch schon lang. Das hast du echt süß gestaltet hier. Und das, ach, das sind Mitarbeiterwege. Okay, hier gehen dann die Mitarbeiter lang. Die sneaken sich dann hier hinten so ein bisschen durch. Aber erstmal Welcome to Park Lane Zoo. Auch wieder mit schöner Musik. Und ich werde mich wahrscheinlich verlaufen. So wie ich das kenne. Ich schau mal eben kurz hier. Es gibt halt so viele Wegeabzweigungen. Wir gucken jetzt erstmal links, was uns hier erwartet. Das, sowas habe ich auch noch nie gesehen, so glaube ich, in der Art. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Vogelkäfig oder so ein Schmetterlingshaus oder sowas. Finde ich mega cool. Stellt euch mal vor, es würde so Vögel geben für Planet Zoo. Und dann könnte man hier einfach dann irgendwelche Toucans oder so oder Papageien oder sowas beobachten. Mega coole Idee, so ein Haus zu bauen und dann das Ganze mit so Gittern am Rand einzuzäunen. Finde ich cool. Ich weiß aber gar nicht, was hier für Tiere drin sind. Ja, auch keine.
Scheinen aber kleine Tiere zu sein, weil es relativ winzig ist. Hast du aber toll gestaltet. Na, hier ist dann auch nochmal eine Scheibe, wo man durchgucken kann. Ah, okay. Damit hat sich soeben die Frage nach dem Tier erledigt. Aber wo ist das chinesische Schuppentier? Wo versteckt es sich? Sind die? Ach, da. Da ist eins. Och, und das andere schläft hier gerade. Hat hier nämlich schön so einen Unterschlupf. Oh, auch hier sehr schön gemacht. Auch, dass du das hier so abgerundet hast und nicht einfach straight gerade runtergebaut hast. Oh, cooles erstes Gehege. Wäre noch cooler, wenn da Vögel drin gewesen wären. Ich will mal einmal kurz den Weg da hinten lang gehen. Das ist zwar ein Mitarbeiterweg. Ah, okay. Hier können die dann rein. Und hier ist dann auch nochmal Mitarbeitergebäude. Okay, das macht natürlich Sinn. Hast du toll alles versteckt und auch richtige Gebäude daraus gebaut. Sehr gut. Und was jetzt natürlich noch fehlt, eine Info, Toiletten und was zu essen, trinken am Eingangsbereich. Info haben wir hier schon mal. Dann gibt es Ballons, Missy Good Donuts und Gulpi. Essen, trinken haben wir auch. Nur Toiletten fehlen mir noch. Ah, die haben wir hier. Okay. Damit hast du alle Needs abgedeckt. Also alles, was man so braucht, wenn man bei einem Zoo ankommt. Und hier ist schon das erste Vivarium. Ist das innen? Warte mal, ist das eine bestimmte Form oder sind das einfach nur Felsen? Nee, es sind einfach, glaube ich, nur Felsen. Hätte auch ein Tier sein können, so ein bisschen, ne? Wenn man so von hier guckt. Hier eine Pfote, da irgendwie eine Pfote. Hier der Körper und dann geht hier hinten so der Schweif runter. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Leguane. Sehr schön. Das ist das Mitarbeitergebäude. Ah, hier geht es dann auch nochmal von vorne rein. Finde ich aber echt cool, dass du das alles noch gestaltet und ausgeschmückt hast. So, und hier geht es dann weiter. Ich glaube, wir können uns gar nicht so doll verlaufen. Ich glaube, ich hatte gerade nur ein bisschen zu viel Angst, mich zu verlaufen. Und da kommt direkt wieder eine Abzweigung. Wo gehen wir lang, Leute? Das sieht alles so interessant aus. Ich glaube, wir gehen hier links. Entscheid das jetzt einfach mal. Oh, auch sehr schön. Musik. Hier so ein paar Laternen. Schönes fließendes Gewässer. Man kann übrigens auch bei Wasser ruhiges Wasser oder unruhiges auswählen. Ich mag das Unruhige, was du hier genommen hast, ziemlich gerne, muss ich sagen. Weil das einfach so ein bisschen mehr Bewegung drin hat. Auch super gestaltet hier. Sehr atmosphärisch, fühle ich mich direkt wohl. Moin. Ich finde das so cool, wie die Mitarbeiter immer gute Laune haben. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Auch schöne Musik eingebaut. Was ist denn jetzt hier hin? Sieht ja auch krass aus. Ach, hier haben wir einen Tiger. Sibirischen Tiger, so wie es aussieht. Das ist ja schon das Tigerhaus, kann das sein? Können die hier rüber? Ah, tatsächlich, ich verstehe. Oh mein Gott. Das ist ja cool. Wo sind denn die Tiger? Gehen mal kurz hier rein. Das ist sozusagen jetzt hier das Tigerhaus. Die können hier auch rumklettern. Haben ja auch dann tolle Möglichkeiten, sich auszutoben. Aber hier ist leider gerade keiner zu sehen, weil die können hier über das Glas rüberlaufen und dann hier rüber in das zweite Gebäude. Ach, und hier ist dann sowas wie ein Außengehege. Cool. Guck mal, wie der sich da drauf chillt. Ah, jetzt bin ich im Wasser. Oh mein Gott. Ich wollte es doch nur zeigen. Das ist ja auch interessant. Sind doch sibirische Tiger, ne? Ja. Tiger gibt es ja auch zwei Arten bei Planet Zoo. Es gibt ja noch den Königstiger. Der aber auch sehr schön gestaltet. Ich finde die Idee mega, dass die da so rüberlaufen können über das Glas. Oh, er geht gerade rüber. Schnell raus. Leute, jetzt sehen wir das. Hoffentlich. Komm, Tiger. Da, kommt er. Wow, das ist so cool. Stellt euch mal vor, ihr seid in so einem Zoo und ihr könnt einfach hier durch so einen Tunnel gehen und über euch laufen dann die Tiger mit so einem Glastunnel da lang. Finde ich mega. Mega tolle Idee, hast du echt toll umgesetzt. Man kann sie sogar hier dann noch auf der Schräge beobachten. Man könnte rein theoretisch hier hingehen, seine Hand hier gegen das Glas drücken und irgendwie nur einen Zentimeter von dem Tiger entfernt sein. Leider dreht er jetzt gerade um, aber das macht ja nichts. Sieht wirklich toll aus. Super Idee, tolles Gehege. Super interessant. Das hat Spaß gemacht. Und auch überall schöne Musik. Oh, hier kann man auch nochmal reingucken. Ah, Underwater Viewing hat man hier sogar auch noch. Hier kann man nochmal unter Wasser gucken. Das finde ich auch toll. Cool gemacht.
Hier von der Seite kann man auch nochmal reingucken. Also man hat wirklich mehr als genug Möglichkeiten, hier reinzuschauen. Und du hast sogar so Lüftungslücken gelassen hier so ein bisschen. Ich glaube, das soll so ein bisschen darstellen, dass das Dach auf- und zugeklappt werden kann. Wenn es regnet, gehen die Dinger dann zu. Auch coole Idee. Sehr interessantes Gehege. So toll gebaut. Und von hier kann man auch nochmal schauen. Man hat wirklich so viele Möglichkeiten, die Tiger zu beobachten. Das ist echt toll. Das sind auch Tigerbabys. Ich bin beeindruckt. So. Jetzt haben wir hier. Essen, trinken ein bisschen. Na, brauchen wir ja noch nicht. Wir hatten ja gerade schon was. So. Hier geht's dann weiter. Auch ein sehr schöner Übergang hier zum nächsten Weg. Hier so einen kleinen Holzsteg. Hier ist dann nochmal so ein kleiner Platz, wo man sich ausruhen kann. Kann man sich nochmal hinsetzen. Hier sind dann auch nochmal Toiletten. Und jetzt geht's hier. Ah, jetzt geht's sozusagen zu diesem grünen Glaskuppelding. Oder was auch immer das ist. Wo wir gerade hätten hingehen können. Ich komme mal von der anderen Seite. Dann verlaufen wir uns nicht so. Weil ich bin ja vorhin links abgebogen. An dieser Stelle hier. Da sind wir ja lang gegangen. Und jetzt gehen wir mal hier rechts lang. Da geht es direkt wieder zu einem Bereich, der komplett anders aussieht. Aber auch sehr schön gemacht. Schöne laute Musik. Ganz viele Blumen und Bepflanzungen. Ein Springbrunnen. Und im Hintergrund dieses wunderschöne Glashaus. Ich glaube, da können wir sogar reingehen. Ja, das ist so ein begehbares Gehege oder sowas. Gehen wir jetzt direkt rein. Hallo Leute. Das sieht schon schön aus. So ein bisschen tropisch hier angehaucht. So ein Tropenhaus. Ah, okay. Hier sehen wir schon das Tier, was hier drin ist. Das sind Zwergflusspferde. Oh, auch sehr schön gestaltet. Hier geht's nach oben. Nuwe Hefo. Nicht füttern. Ah, und hier können wir dann runterschauen. Okay, ich verstehe. Auch so toll gestaltet. Hier sind dann die Flusspferde. Ah, hier ist auch so Wassergeplätscher. Das können wir gleich mal von der anderen Seite noch angucken. Aber auch eine tolle Idee für ein Gehege. Bis jetzt hast du wirklich nur so Gehege gehabt in Gebäuden drin. Aber das finde ich auch sehr interessant. Also bis jetzt war wirklich jedes Gehege in so einem Gebäude. Aber jedes Gebäude sah auch anders aus. Finde ich toll. Mal schauen, ob wir von der anderen Seite nochmal gucken können. Oh, hier ist alles ausgeschmückt mit Blumen. Wundervoll. Hier sind nochmal ein paar Mitarbeiterhäuser. Sieht auch wieder komplett anders aus. Ein paar Bänke, alles schön bepflanzt. Ah, okay, nee, hier ist der Mitarbeitereingang. Leider kann man von dieser Seite nicht gucken. Aber wir gehen natürlich trotzdem rein. Ah, das ist gar kein Wasserfall, das ist so eine Plätscheranlage. Cool. Ach, hier können die auch noch um die Ecke, das habe ich gar nicht gesehen. Hier hätte man dann auch nochmal rüber gucken können. Oh, solides kleines Gehege. Coole Idee. Hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass hier Flusspferde drin sind. Also du hast mich auf jeden Fall überrascht. So, das hatten wir gerade, die Seite. Das heißt, es geht jetzt hier lang. Bis jetzt ist dein Zoo wirklich so, dass man sich nicht mega krass verlaufen kann. Auch wenn es immer Abzweigungen gibt. Wir gehen erstmal hier links lang. Da kommen wir schon zu der nächsten riesigen Kuppel. Oh, das sieht ja auch schon wieder interessant aus. Das ist auch direkt andere Musik und andere Atmosphäre. Und auch andere Bepflanzungen so ein bisschen, oder? Gehen wir mal rein. Ah, das zweite Herz. Ich habe gar nicht mehr drauf geachtet. Oh mein Gott, jetzt haben wir erst zwei Herzen. Ich habe bestimmt schon eins übersehen. Okay, zwei Stück haben wir. Oh, das sieht ja auch cool aus hier. Uran-Utans, so wie es aussieht. Wow. Das sieht toll aus. Tolle Atmosphäre hier drin. Diese Musik im Hintergrund, diese Geräusche und die Optik ist auch super. Alles schön hier mit Wasser abgegrenzt und man kann so quasi direkt neben den Uran-Utans stehen, auf einer Höhe. Finde ich mega. Alles auch schön mit Klippen hier abgesteckt. Schön diese Tropenfelsen genommen. Oh, diese Atmosphäre-Sounds, die sind echt toll. Fühle mich direkt wohl hier drin. Wow, wirklich cooler Uran-Utan-Dom, nenne ich ihn mal. Gehen wir einfach rüber. Das sind so am Spielen. Und sich da ein paar Sachen raus.
Gut, jetzt von hier hinten ist es nicht so krass gestaltet, aber ist ja auch gar nicht wichtig. Das sieht man ja als Besucher nicht. Oh, die sind aber auch süß, die Uran-Utans, ne? Du hast ja auch überall diese fallenden Blätter. Die tragen auch zur Atmosphäre bei. Das ist halt so eine Düse, die man bauen kann. Habe ich ja in einem anderen zur Besichtigungsvideo mal gezeigt. Finde ich mega cool, die Idee, das zu benutzen. Das findet man hier bei Einrichtungen. War das nicht hier? Oder war das hier bei Bau? Nee, es war bei Bau. Und dann kann man hier einfach Blätter nehmen. Dann hat man hier fallende Blätter. Das sind diese Düsen. Finde ich echt toll. Gerade in solchen Dschungelsachen, dann sieht man hier überall diese Blätter rumfliegen und sowas. Richtig krasses Gehege. Auch hier wieder ein Gebäude als Gehege. Also du bleibst dir treu. Und sehr passende Musik. Finde ich mega wichtig, wenn man ein Zoo baut, dass man hier passende Musik und sowas macht. So, jetzt geht's hier weiter. Hier ist auch alles schön ausgeschmückt. Oh, hier ist ein Gehege. Nilwarane. Nicht Nilwarane. Komodowarane meine ich natürlich. Auch sehr schön. Höhenunterschiede, Felsen, gute Bepflanzung. Wasser. Hier ist alles, was man braucht. Oh, das Gehege geht hier einmal so komplett rum. Und hier geht es dann in das Haus rein. Okay, ich verstehe. Das heißt, hier ist das Gehege einmal komplett in so einer U-Form drum. Hier kann man die dann sehen. Im Seenunterstand. Hier können die dann schlafen. Cool. Es war leider gerade keiner drin. Aber ich finde die Idee cool. Das heißt, sie können hier einmal so quer drumherum gehen. Tolle Idee. Das ist jetzt so, sozusagen das erste Gehege, was nicht in einem Gebäude drin ist, würde ich jetzt sagen. Beziehungsweise, ja, vielleicht auch nicht. Das Gebäude ist ja trotzdem relativ groß, was die Warane hier haben. Ich finde es cool. Also bis jetzt ist dein Zoo wirklich sehr beeindruckend. Macht mega Spaß. Was haben wir hier? Hier ist so asiatisch. Taiwanischer Schwarzbär. Okay, das ist auch eine sehr interessante Dachform. Müssen wir uns nachher von oben angucken. Ah, das dritte Herz. Cool, gefunden. Eins fehlt noch, Leute. Dann kann ich das Ganze für euch hochladen. Das müssen wir auf jeden Fall finden. Ich hoffe, das ist nicht so schwer versteckt. Oh, ein Baby. Wie winzig das ist. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber durch diese passende Musik bei solchen Gehegen empfinde ich das alles schon als viel cooler. Auch wenn die Gehege wirklich gut aussehen. Also definitiv. Also tolle Gehegegestaltung. Tolle Felsarbeit, tolle Bepflanzung, tolle Terrain-Tool-Arbeit. Immer schön mit Wasser. Alles sehr spannend. Aber durch die Musik kommt das alles so atmosphärisch rüber. Liebe es wirklich. Da ist eine Höhle, da können die rein. Okay. Cool. Auch ein sehr interessantes Gebäude hier. Das will ich mir mal nachher noch von oben anschauen. Ich hoffe jetzt wirklich, dass wir noch das vierte Herzchen finden. So, Work in Progress. Auch sehr cool abgesteckt mit so einem Weichen. Coole Idee. Dann wird schon alles gesehen. Dann habe ich auf jeden Fall ein Herz übersehen. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Du hast ja gesagt, es war klein oder ist klein. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Oh mein Gott, dein Zoo ist mega. Richtig coole Idee. Also hier ging es ja vorhin los. Das sieht schon cool aus, ne? Die ganzen Gebäude, das Wasser. Hier liegt auch noch so ein Kanu. Ein Herz fehlt noch, Leute. Ich darf gleich noch suchen. Vielleicht finden wir es auch jetzt gemeinsam, wer weiß. Das ist schon alles echt cool, ne? Hier hinten der Parkplatz. Also wirklich richtig coole Idee. Richtig toller Zoo. War mal was ganz anderes. Das Herz da oben hatten wir. Hier ging es dann rein. Hier waren die chinesischen Schuppentierchen. Mitarbeitergebäude. Wo könnte das denn sein? Vielleicht hier hinten bei den Tigern das Herz? Muss mal überlegen, wo ich die gefunden habe, die Herzen. Also eins am Eingang. Dann hatte ich... Hier könnte auch ein Herz sein. Oh Gott. Wahrscheinlich gibt es gar kein viertes Herz und ich suche jetzt hier gleich noch stundenlang. Sehr gut. Oder ich habe es wahrscheinlich schon gesehen, aber nur... Also es war schon auf dem Bild sozusagen, aber ich habe es nicht wahrgenommen. Das ist übrigens hier das andere Dach. Oh mein Gott, das sieht ja cool aus. Das ist einfach ein Stern. Das ist hier das bei dem taiwanischen Schwarzbären. Hier hätten wir auch ein Herz gefunden, ne? Ja, da ist das Herz.
Ja, mega, also cool. Alles verschiedene Gehege, sehr tolle Ideen dabei. Oh, du hast hier sogar das Dach bei dem Tigergebäude. Noch alles mit bepflanzt und so. Mit Erde und Pflanzen. Mega. Das sieht echt schön aus. Tolle Idee. Wo könnte jetzt das letzte Herz sein? Ich werde es auf jeden Fall gleich noch finden und euch zeigen, wo es ist. Hatten wir hier ein Herz gefunden? Ja, ne? Hier hatten wir auch eins, genau. Hier. Das war, glaube ich, mein Highlight. Wobei, es war alles cool. Es war alles irgendwie ein Highlight. Also ein ganz toller Zoo. Hat richtig Spaß gemacht. Kann man nicht anders sagen. Oh. Denk mal, ich habe alles von oben gezeigt. Wollen wir noch mal kurz bei Nacht schauen? Bevor ich das vergesse. Hast du jetzt gar nicht reingeschrieben in die E-Mail oder so? Aber du hast hier schon ordentlich beleuchtet, ne? Die ganzen Straßenlaternen, die ganzen Fenster und so. Oh, vielleicht hier vorne noch. Also das kannst du ja sicherlich auch noch machen, dass du hier das Ganze noch anstrahlst und so. Aber ansonsten sieht das schon relativ solide und cool alles aus. Hat echt Spaß gemacht. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall mich noch mal ein bisschen auf die Suche begeben. Und ich hoffe, ich werde das Herz finden. Weil dann dürfen wir den Zoo hochladen. Und dann kann ich den für euch auch zur Verfügung stellen in der Videobeschreibung. Also bis gleich, Leute. So, Leute, ich habe jetzt eine ganze Weile gesucht und habe das vierte Herzchen leider nicht gefunden. Werde natürlich den Zoo für euch trotzdem hochladen. Da wird der Enno nichts gegen haben. Der ist unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr ihn mal selber ausprobieren. Und ihr könnt dann ja einfach mal euch auf eine kleine Zoobesichtigung aufmachen im Park Lane Zoo. Und vielleicht findet ihr das vierte Herzchen und könnt dann in die Kommentare schreiben, wo das zu finden war. Weil würde mich mal sehr interessieren. Bei sowas bin ich eigentlich sehr ehrgeizig. Aber ich habe jetzt tatsächlich ja, so 20 Minuten gesucht und habe jetzt leider gleich keine Zeit mehr. Deswegen musste ich jetzt die Suche aufgeben. Aber wirklich ein toller Zoo. Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo fandet. Hier gibt es übrigens auch noch viele Dinge zu entdecken, die ich vorhin gar nicht gezeigt habe. Zum Beispiel der Pool hier und noch viele weitere Sachen. Hier ist zum Beispiel auch noch Gewächs, so ein kleines Gewächshaus mit Beleuchtung und so. Also du hast hier schon sehr viel Liebe zum Detail in den Zoo einfließen lassen. Ich zeige euch nochmal eben die Herzchen, die ich gefunden hatte. Einmal hier das am Eingangsbereich, hier oben bei dem Elefanten. Dann hatte ich eins gefunden. Ich hoffe, ich finde die jetzt noch alle. Also eins war definitiv hier vorne noch, das weiß ich noch. Genau, hier war noch ein Herzchen, das zweite. Und das dritte war bei den Uran-Utans. Nicht bei den Uran-Utans, bei den Schwarzbären. Hier vorne war das dritte Herzchen. Das heißt, ein Herzchen fehlt noch. Und ja, helft mir bitte dabei, das zu finden. Schreibt es gerne in die Kommentare, damit ich weiß, wo das zu finden war. Und ich würde sagen, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Enno fandet. Falls ihr auch meinen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Falls es euch Spaß gemacht hat, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.